Willkommen zu den Liftmaster Technik Kurzvideos. Mein Name ist Michael und wenn Sie einen Garagentorantrieb von uns haben, von der Marke Liftmaster, der so aussieht, mit LED-Beleuchtung und an der Rückseite das Einstellpanel in dieser Form hat, dann sind diese Videos für Sie geeignet. Der Antrieb hat einen Anschluss für 24 Volt Zubehör. Dieses Zubehör kann genutzt werden, um einen externen Empfänger von einer Marke, einer anderen Marke zu verwenden und diesen Empfänger mit Strom zu versorgen. Das ist die Anschlussklemme, welche man herausziehen kann für die Spannungsversorgung 24 Volt. Der Antrieb schaltet allerdings die 24 Volt im Standby, das ist, wenn das Tor geschlossen ist, nach 2,5 Minuten aus. Diese Funktion des Ausschaltens muss man ausschalten, sodass die Spannungsversorgung, auch wenn der Antrieb im Standby ist, und weiter mit Strom den Empfänger versorgt. Und wir zeigen Ihnen jetzt, wie das geht. Den Antrieb vom Netz nehmen. Die Auf- und die Ab-Taste drücken und festhalten, nun den Stecker in die Steckdose stecken und die Beleuchtung des Antriebs beobachten. Blinkt diese, dann ist die Funktion umgestellt. Nun bleibt dieser Ausgang auch im Standby bestromt. Wenn man einen Empfänger anschließt, einen externen Empfänger, dann nutzt man zusätzlich die rote und die weiße Taste, rote und die weiße Klemme vom Antrieb für den Schaltkontakt. Wenn man die Funktion wieder rückgängig machen möchte, dass der 24 Volt Anschluss bestromt ist, den Vorgang wiederholen.